die ich heute Morgen machen werde und machen muss. Nämlich, ich muss, mein Job ist es, zu schauen, dass der Zeitplan eingehalten wird. Jetzt weiß ich, dass zu solchen Veranstaltungen immer sehr diskussionsfreudige Menschen kommen. Wir haben extra auf der drüben eine Flipchart aufgestellt für Fragen, die man da notieren kann. Wenn aber alle 170 Angemeldeten eine Frage draufschreiben, ist das Ganze zum Scheitern verurteilt. Von daher bitte ich auch darum, sich in diesem Punkt wirklich auf sehr, sehr wichtige Fragen zu begrenzen. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich nicht Diskussionen abwürgen. Um gleich einzusteigen, würde ich gerne den Landesvorsitzenden der baden-württembergischen Grünen, Chris Kühn, den ich hiermit ganz herzlich begrüße, das Wort erteilen für die Begrüßung. Chris, bitte. Ich möchte Sie ganz herzlich heute hier begrüßen bei der Veranstaltung Desertec. Woher kommt der Strom der Zukunft? Ich habe gerade viel demonstriert. Ich bin trotzdem froh, dass viele von Ihnen heute hergekommen sind, um mit uns über das Thema zu sprechen, wie wollen wir eine Stromversorgung der Zukunft organisieren und welche Rolle kann dabei das Projekt Desertec spielen. Das Projekt wurde in der Vergangenheit oder in den letzten Monaten immer wieder auch kontrovers debattiert. Auf der einen Seite die Frage, brauchen wir nicht eigentlich eine klare, regionale, dezentrale Energieversorgung und auf der anderen Seite die Frage, brauchen wir auch solche Großprojekte und wie kann das zusammenpassen? Und ich hoffe, dass wir heute hier mit dieser Veranstaltung mit den zahlreichen Referenten der Frage näher kommen, kann Desertec einen Beitrag für unsere Stromversorgung der Zukunft leisten? Ist es sinnvoll? Und wie wollen wir unsere Stromversorgung in Deutschland, Europa und dann auch bis Nordafrika weiter ausbauen? Ich möchte kurz den Ablauf der Veranstaltung Ihnen vorstellen. Es wird zwei Podien geben. Das erste Podium wird sich mit den technischen und wirtschaftlichen Fragen von Desertec auseinandersetzen. Und ich bin sehr froh, dass wir sehr hochrangige Referenten auch zu diesem Thema heute bekommen haben. Zunächst mal darf ich ganz herzlich Franz Ried von der DLR Stuttgart begrüßen. Dann Fabio Lobo, Vorstand von Eurosolar, einer der Kritiker von Desertec. Thorsten Marquardt von Desertec Industrials. Schön, dass Sie da sind. Und Ingrid Nestle, unsere Sprecherin für Energiepolitik der Bundestagsfraktion. Schön, dass Sie da sind. Moderiert wird das Ganze, wie Franz Unterstelle ja schon sagte, von sich. Dann das zweite Podium nach der Mittagspause. Wir werden eine kurze Mittagspause machen. Moderiert Gisela Splett. Landtagsabgeordnete und ist vor allem in der Landtagsfraktion für den Bereich Umwelt und Entwicklungspolitik zuständig. Dann von Hans Hühn, GCZ Entwicklungspolitik. Dann Rebecca Huller, Rashad Huller, seine Exzellenz, der Botschafter von Marokko. Ich bin sehr froh, dass Sie da sind. Das ist das erste Mal, dass ich eine Exzellenz begrüßen darf bei einer Veranstaltung und wir sind sehr geehrt, dass Sie heute hier sein können. Last but not least, Isabelle Warenfeld, Stiftung Wissenschaft und Politik. Danach wird es nochmal so eine Abschlussveranstaltung geben, eine kurze Debatte, wo man nochmal mitbringen kann, die wird dann von Niklas Siebert moderiert. Das ist einer der Sprecher der LRG Internationales der Grünen. Diese Veranstaltung wird ja von Landesarbeitsgemeinschaften organisiert. Das sind sozusagen unsere Thinktanks der Partei, die thematische Veranstaltungen organisieren und ich bin sehr froh, dass die LRG Internationales, Wirtschaft und die LRG Ökologie sich bereit erklärt haben, heute diese Veranstaltung auch zu organisieren und ich kann sagen, dass wir in den letzten Monaten immer wieder mal Veranstaltungen hatten, aber so viele Menschen bei einer, frühen Fachveranstaltung waren es selten und es freut mich, dass auch Sie heute alle hier sind. Zum Schluss noch, aufgrund der Größe des Raums und dadurch, dass diese Veranstaltung immer größer geworden ist, würde ich Sie noch bitten, wenn Sie dabei sind, es wird nachher ein kleines Spendenkästchen rumgehen, werden wir auch nochmal ein bisschen Geld sammeln, um diese Veranstaltung auch nochmal zu finanzieren. Das würde mich sehr freuen, wenn Sie da einen kleinen Obolus abgeben würden und ich darf nun nochmal den Hinweis geben, dass Sie Ihre Handys bitte ausschalten. Hatte der Moderator vorher darauf hingewiesen und dann übergebe ich an Franz Unterstelle das Wort. Danke. Herzlichen Dank.